Jo, moin liebe Leute, zu einem kleinen Regelupdate. Ich mache das Video noch so schnell wie möglich zuerst fertig. Wir haben in der Community abgestimmt, dass man die Silberspieler, die man hat, noch umtauschen darf, um auf volle Chemie zu bleiben. Ich habe jetzt hier vorne den Bruder von Insigne reingestellt. Also von Lorenzo Insigne. Damit wir halt auf volle Chemie bleiben. Das ist natürlich deswegen dann halt rechtskräftig von den Regeln her. Damit es halt fair bleibt und man trotzdem halt auf voller Chemie bleibt. Und ja, genau. Zweite Regeländerung. Die beiden Regeländerungen, es sind zwei Stück, die beiden Regeländerungen hat der Chat entschieden. Ich habe da halt nachgefragt, ob das so in Ordnung wäre. Das haben wir zusammen entschieden. Die zweite Regeländerung ist: Solange man mehr Silberspieler als Goldspieler hat, zählt ein Unentschieden auch als Sieg. Das Gute ist, da es 11 Spieler sind, gibt es entweder nur einen Spieler mehr als Silberspieler oder einen Spieler mehr als Goldspieler. Das ist halt das Gute, dass es halt 11 Spieler sind. Beziehungsweise 9, wenn man die beiden Starspieler halt wegnimmt. Also die Starspieler zählen halt nicht dazu. Das heißt, wir hätten jetzt noch theoretisch 4 Spieler dürfen. Nee, jetzt, da wir ja schon Lorenzo Insigne haben. Selbst wenn wir jetzt noch 3 Goldspieler mehr hätten, würde ein Unentschieden noch als Sieg stimmen. Mir fehlt gerade das Wort. Dürfte ein Unentschieden noch als Sieg zählen. So, jetzt haben wir es. Ist halt, um ein bisschen Fairness noch reinzubringen für die FIFA-Spieler, die jetzt nicht so krass sind, um das halt nochmal ein bisschen einfacher zu machen. Ich werde das auf jeden Fall noch vor der allerersten richtigen Folge hochladen. Ihr seht halt schon, das allererste Spiel war ein Unentschieden, haben wir mit Pölo ein Tor gemacht, konnten wir gleich Insigne, also halt konnten wir gleich schon mal ein Gold-Upgrade bringen. Das zweite Spiel, was wir gemacht haben, war auch wieder ein Unentschieden, also zählt auch wieder als Sieg. Wir stehen jetzt schon bei 2 Siegen. 2 Spiele haben wir jetzt schon gemacht. Und, beziehungsweise, ja doch, 2 Spiele haben wir jetzt schon gemacht. Und ja, ich bin mal echt gespannt, wie es noch weitergeht. Ich bin echt zufrieden. Ich habe schon im Livestream gesagt, als nächstes werde ich wahrscheinlich die Flügelspieler upgraden, weil mit der Verteidigung bin ich echt zufrieden. Auch Heuer, Fernandes und Tor hält Dinge, die sind unfassbar. Ich tendiere sogar bei den Flügelspielern eher zu Narey, weil Kittel ist schon relativ wichtig mit seinen 5 Sternen schwacher Fuß und 4 Sterne Skill. Ich weiß gar nicht, wie es bei Narey ausschaut. Na gut, er hat auch 5 Sterne schwacher Fuß, aber halt nur ein Stern weniger an Spezialbewegung. Und ja. Einfach mal gucken, wie es weiterläuft, ob es weiterhin so gut läuft. Ja. Ich bin einfach mal gespannt. Wie gesagt, ab 5 Siegen kriegt man ja sowieso noch mal ein Gold-Upgrade. Ich hoffe, dass wir beim nächsten Spiel wieder zumindest ein Unentschieden kriegen, wenn nicht sogar einen Sieg. Und wir endlich mal wieder mit Pirlo ein Tor schießen. Ich meine, es war jetzt nicht wie beim ersten Spiel, dass Pirlo 3 Chancen verballert hat. Immerhin hat er schlussendlich trotzdem noch ein Tor gemacht. Sonst hätten wir den Insigne da jetzt nicht. Aber. Ja, im zweiten Spiel war er schon besser, hat zwar auch ein bisschen Bock missgebaut, aber ich habe erst überlegt, ob wir nicht doch nochmal Pirlo mit Inzaghi tauschen. Da Pirlo dann aber schon getroffen hat, musste es halt schon als erste Folge auch zählen und deswegen konnte ich den halt ja nicht mal umtauschen. Wie gesagt, im zweiten Spiel hat er sich schon mal deutlich besser spielen lassen, aber halt noch nicht perfekt. Das ist halt das Blöde. Ich hoffe, dass er sich wieder verbessert, dass er echt die nächsten Spiele sich den Arsch aufreißt. Und ja, wir schauen einfach mal, wie es weitergeht. Und ja, Dankeschön fürs Reinschauen. Wie gesagt, war nur ein kurzes Regel-Update, sag ich schon Upgrade. War nur ein kurzes Regel-Update, war mir wichtig, dass ich das nochmal mache. Die Regeln werden auch gleich mit in die Beschreibung reingepackt, wenn ich denn dazu komme. Und ja, schreibt mir die am besten gleich schon mal mit auf.
Dann bedanke ich mich fürs rege Update. Das kommt auf jeden Fall noch vor der ersten Folge. Also sorry für den Spoiler. Und ja. Dankeschön fürs Reinschauen. Wie gesagt, wenn ihr wollt, dass irgendein anderer YouTuber, den ihr gerne feiert und der FIFA zockt, das auch macht, dann schickt ihnen die beiden Links zu den beiden Regelvideos einfach mal rein und bittet ihn darum. Mich würde es wirklich freuen, wenn meine Challenge, die ich ins Leben gerufen habe, weil wie gesagt, noch habe ich noch nichts Vergleichbares gefunden, wenn meine Challenge, die ich ins Leben gerufen habe, Welle machen würde. Damit sage ich Dankeschön fürs Reinschauen. Sorry für das Regel-Update. Sorry für das Regel-Update, mein Gott. Aber war eine gemeinsame Entscheidung mit dem Chat im Livestream. So. Mal gucken, wie viele Folgen ich noch am Stück aufnehmen werde. Es macht echt mega viel Fun. Und ja. Ich kann es jedem nur raten, auch wenn er kein YouTube macht, probiert es einfach mal aus. So hat man Motivation, Rival zu zocken. Bis dann, haut's raus. Viel Spaß bei der allerersten Folge. Die wird geil, ist wirklich versprochen. Die zweite Folge ist auch nicht so schlecht. Bis dann, haut's raus. Ciao.